Man kann nicht genug Spieße haben und es gibt unzählige Rezeptideen von Spießen, die allein auch hier oben in dem Kopf herumschwirren. Ich möchte euch gerne in diesem Video kein Rezept vorschlagen, obwohl ich diese Russenspieße gemacht habe, denn in diesem Video geht es um den Spießdreher von den Jungs von spießdreher.de. Gucken wir jetzt erstmal rein. Also ich habe jetzt den oberen Deckel schon mal aufgemacht. Als erstes entspringt uns hier, ja, ich sage jetzt mal ein Flyer. Den machen wir gleich mal separat auf. Da ist auch ein Imbusschlüssel drin. Der ist nämlich wichtig. Kommen wir gleich noch zu. Zum Kartoninhalt selbst haben wir hier nochmal zwei etwas größere Kartons. Ich nehme jetzt erstmal das Styropor beiseite. Denn da drin befindet sich jetzt auch noch Halterung. Und zwar für diese großen Drehspieße. Die sind da natürlich auch noch bei. Hier sind nämlich auch noch Imbusschlüssel bei. Haben wir ein, zwei, ein Churrasco-Spieß haben wir hier auch. Das befindet sich alles, wie gesagt, hier in der Mitte. Dann haben wir noch zwei weitere Churrasco-Spieße. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den großen Kartons. Ich war ein bisschen voreilig und habe die Verpackung hier schon aufgemacht von der kleinen Plastiktüte, die ihr vorhin gesehen habt. Da ist eine Broschüre drin. Das möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar, ihr seht das nämlich auch schon, da gibt es Kugelgrills, auch andere Grills, Gasgrills und. Das heißt, der Spießdreher.de bietet euch nicht nur für Flachgrills, sondern auch für andere Grills halt an. Das heißt, einstellbar für Gasgrill und. Ich habe mich jetzt hier für die Variante entschieden, für den Kugelgrill und für den Go Anywhere. Kommen wir aber später nochmal drauf. Hier haben wir jetzt nochmal so einen großen Grill, den die auch herstellen, die Jungs. Da seht ihr dann hier auch schon für den Go Anywhere, für einen Tyros oder für andere Grills. Wird dann dementsprechend gemacht. Ich klappe das jetzt mal auf, denn wir haben ja vorhin schon gesehen, hier diese kleine Imbusschraube. Das finden wir im Prinzip an so einem Spieß wieder, und zwar hier oben an dem Fall. Das ist die Arretierschraube, damit arretiert man später das nochmal, aber wir bauen das gleich erstmal auf. Öffnen wir jetzt erstmal so einen großen Karton. Machen wir jetzt erstmal auf. Ich habe, wie gesagt, noch nicht reingeguckt. Ich habe halt in der Bedienungsanleitung oder beziehungsweise auf der Internetseite schon geschaut, was es da gibt. Ich habe mich, wie gesagt, für die Go Anywhere und für die Kugelgrill-Variante entschieden. Ich finde das halt sehr, sehr praktisch, dass man am Kugelgrill so einen Spieß hat, den man dann ja mit deren eigen hergestellten Motor selber drehen kann. Öffnen wir noch. Super verpackt, wie ich finde. Und ja, hier drin finden wir nochmal die gleiche Broschüre. Da oben ist auch wieder der Imbus, ein bisschen größer. Ist auch jetzt hier die Bedienungsanleitung. Ja, für den automatischen Spießdreher mit Bit. Kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal drauf. Ja, und guckt euch mal diese Verpackung an. Ich drehe das mal ein bisschen so. Ist alles luftgepolstert. Ich nehme das jetzt einzeln mal raus. Das ist der Motor. Ja, und zeige euch das mal im Detail. Das war jetzt, wie gesagt, in den Karton drin und verpackungstechnisch 1A. Also das kommt halt wirklich sauber und vor allen Dingen auch heile zu euch an, wenn ihr das bestellt. Hier ist der eigens entwickelte Motor. Kommen wir nachher nochmal im Detail drauf. Und so wie ihr das jetzt hier seht, so wie es hier verpackt ist, so war alles da drin verpackt. Also wirklich ganz ehrlich. Hier haben wir jetzt die Bedienungsanleitung. Sie geht jetzt hier auch auf gewisse Gefahren ein und. Aber was halt wichtig ist, ist hier die Aufbauanleitung. Und genau die nehme ich mir jetzt vor, baue das Ding an und ja, zeige euch dann, wie es im Endeffekt fertig aussieht. So sieht der Spießdreher aus, wenn ihr den fertig zusammengebaut habt. Ihr braucht halt nicht wirklich viel. Ihr braucht einen Akkuschrauber oder eben halt, ja, ich sage jetzt mal einen Handschrauber und eben halt den mitgelieferten Imbusschraubenzieher. Wenn ihr das alles so zusammengebaut habt, wie es in der Bedienungsanleitung 1a reingeschrieben worden ist, bleiben euch im Prinzip zwei solche kleinen, ja, ich sage jetzt mal Abstandshalter über. Die bitte nicht wegwerfen, weil die braucht ihr später für den späteren Transport. Ist eigentlich ganz einfach gewesen, und zwar diese Stangen, habt ihr ja vorhin gesehen, einfach auseinanderziehen, dran schrauben wieder und damit ist das Ding fertig. Ich mache jetzt erstmal den Motor dran, ja, und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Hier seht ihr das, den Aufdruck, und zwar von Mahl Electronics. Das heißt, es kommt wirklich von den Jungs selbst dafür kreiert, das heißt auch in Eigenproduktion. Was wir jetzt noch machen müssen, und zwar sind jetzt hier oben die zwei Schrauben losmachen, mache ich derweil und dann, ja, sehen wir uns gleich am Spießdreher wieder. Den Motor jetzt dran gemacht, habe ich euch vorhin gezeigt. Zur Show habe ich jetzt mal drei Spieße reingemacht und ich mache jetzt genau jetzt den Motor an.
Und wie ihr hören könnt, hört ihr nichts. Der Motor ist halt wirklich extremst leise, aber ihr seht es am Bild selbst, dass die Spieße sich drehen. Ich mache das jetzt auf dem Kugelgrill und da sehen wir uns jetzt. So sieht das Ganze dann jetzt für die Weberkugel aus. Ich habe jetzt hier die Imbusschrauben ein bisschen gelöst, denn ihr könnt das einstellen von 20 bis 47 cm. Ich habe es jetzt separat auf meine Kugel jetzt eingestellt, Imbusschrauben wieder festgemacht. Und so sieht das Ganze jetzt für die Weberkugel aus. Gehen wir jetzt mal rein, denn wir gucken uns mal den Spießdreher für den Go Anywhere an. Hier haben wir jetzt den Spießdreher für den Weber Go Anywhere. Super Gerät, genauso einfach zusammengebaut wie der große für den Kugelgrill. Hier haben wir jetzt die Bedienungsanleitung, steht in etwa genau das gleiche drin, wie gesagt, sehr gut beschrieben. Was allerdings richtig cool ist, wie ich finde, hier hinten ist nämlich der Motor. Ich zeige euch das im Detail, denn das möchte ich euch gerne hier im Detail zeigen. Das ist der Motor für den Spießdreher Go Anywhere. Hier liegt eine Powerbank. Ihr fragt euch jetzt sicherlich warum, denn hier ist ein USB-Stecker dabei. Das heißt, der Motor, der braucht nicht wirklich viel Strom. Deswegen hier auch so ein USB-Stecker dabei. Das heißt, ihr könnt das ganz normal am Netz machen. Was ich jetzt allerdings ausprobieren möchte, ist und zwar in die Powerbank das Ganze hier anschließen. Mal gerade gucken, ob die Powerbank auch an ist. Ja, ist an und es dreht sich. Das heißt, ihr seid damit komplett im mobilen Einsatz für den Weber Go Anywhere und ihr könnt, egal wo ihr Spieße drehen wollt, mit diesem Spießdreher Go Anywhere halt wirklich überall hingehen. So sieht das Ganze jetzt für den Weber Go Anywhere aus. Wie gesagt, mit der Akku-Funktion finde ich richtig mega geil und das Ding möchte ich jetzt ausprobieren und dann gibt es nämlich Russenspieße dazu, aber dazu gleich mehr. Jetzt möchte ich euch den mal in Betrieb zeigen, den Spießdreher für den Go Anywhere. Und so sieht das Ganze aus und hört mal genau hin, man hört nämlich wirklich nichts. Und ja, was bietet sich da mehr an, als Russenspieße zu machen? Das duftet hier einfach. Das Rezept zu den Spießen gibt es demnächst hier bald auf dem Blog. Und ja, ich finde Spießdreher oder die Jungs von Spießdreher.de haben da wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet. Und würde sagen, ich bin damit super zufrieden und ja, freut euch schon mal auf die nächsten Rezeptvideos. Ja, ihr habt es gesehen, das Aufbauen und selbst das zu Ende Grillen von diesen Spießen ist halt wirklich super easy und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach perfekt. Ich selbst habe die Spieße oder die Spießdreher beim Lars vom Ruhrtal-Griller gesehen und da wurde ich total hellhörig und musste erstmal nachgucken, wo es die gibt. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Go Anywhere-Variante ausprobiert. Andere Rezepte gibt es natürlich auch noch für die Weber-Kugel, also das heißt die 57er-Kugel und da könnt ihr halt schon mal gespannt sein. Ja, dann war es das jetzt, das Video oder das Unboxing-Video zu den Spießdreher von den Jungs von Spießdreher.de. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut einfach auf tobias.grill.de nach.